Hallo liebe Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute mit der Jack und Dexter Trilogie für die PlayStation Vita. Ja, in dieser schönen blauen Box sind drei Jack und Dexter Teile enthalten, die es auf der PlayStation 2 gab. Ja, aufgehübscht natürlich in einer HD-Grafik mit neuen Steuerelementen und so weiter. Für mich zählt Jack und Dexter zu den besten Jump'n'Run-Spielen auf der PlayStation überhaupt. Neben Ratchet und Clank und Sly Raccoon und sowas ist Jack und Dexter einfach ein Top-Titel. Ja, und Jack und Dexter gibt es glaube ich nur für die PlayStation auch, ja. Es gibt auch eine PlayStation 3-Trilogie, also für die PlayStation 3 die gleichen Spiele. Das dynamische Duo ist los. Begleite Jack und Dexter bei ihren irrwitzigen Heldentaten in drei ihrer allergrößten Abenteuer. Zum ersten Mal auf der PlayStation Vita. Schließe dich dem furchtlosen Krieger und seinem frechen Partner an und jage mit ihnen heimtückische Bösewichte, erkunde fremdartige Länder und reiße zeitlose Witze. Ja, hier sehen wir Jack und Dexter, dann Jack 2 und der dritte Teil heißt dann nur Jack 3. Von den Schöpfern der Top-Spieleserie Uncharted und Crash Bandicoot. es ist ein Spieler, man braucht mindestens 2 Megabyte Speicherplatz auf der Speicherkarte. Touchscreen wird unterstützt. Rückseiten-Touchpad und Dual-Analog-Sticks werden ebenso unterstützt. Ja, hier sehen wir sehr schöne Screenshots von den Spielen. Jetzt packen wir es mal aus. So, da haben wir es ausgepackt und ja, innen ist halt nur die Spiele. Kassette oder Spiele Karte drin halt und kein Booklet. Schade eigentlich, aber ich freue mich, das Teil gleich in die PlayStation Vita reinzulegen und ein bisschen Action zu erleben. Es kommt ja bald auch eine Sly Raccoon Trilogie raus und hoffen wir mal, dass auch Ratchet und Clank auch auf die PlayStation Vita kommt. Würde mich echt freuen. Ja, das war das Unboxing zu Jack und Dexter Trilogie für die PS Vita. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Daumen und Kommentare und Abos freuen. Ich sag bis demnächst. Bye bye.